Tagung der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat mitgeteilt, dass heute der Bundesminister der Finanzen, Herr Christian Lindner, zur Verfügung steht. Herr Bundesminister, Sie haben das Wort für Ihre einleitenden Ausführungen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir alle verfolgen die Situation der Ukraine und die Lage dort. Die Bundesregierung setzt auf Deeskalation, auf Entspannung, auf Frieden. Das Mittel ist die Diplomatie. Dennoch darf sich niemand einer Fehlannahme hingeben. Auf die Verletzung politischer, rechtlicher oder territorialer Grenzen würde Deutschland gemeinsam mit unseren europäischen und transatlantischen Partnern mit eiserner Konsequenz reagieren. Wir haben als Bundesrepublik Deutschland in der Vergangenheit die Ukraine unterstützt. Wir sind der größte Geber der Ukraine. Wir sind dabei, das habe ich mit der ukrainischen Wirtschaftsministerin am vergangenen Freitag bei ihrem Besuch in Berlin verabredet, wir sind dabei, 150 Millionen Euro an ungebundenem Finanzkredit zu mobilisieren. Und der Bundeskanzler hat bei seinem Besuch in Kiew ergänzt, dass weitere 150 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Die G7-Staaten haben unter deutscher Präsidentschaft zudem an diesem Montag ein Kommuniqué veröffentlicht. Wir haben klargemacht, dass wir auf eine Aggression Russlands gemeinsam auch als Finanzminister reagieren würden und dass wir im Falle einer Krise die Zugänge der Ukraine zu den Finanzmärkten garantieren würden. Was immer Wladimir Putin beabsichtigt, eines ist ihm bereits gelungen. Die Europäische Union und das transatlantische Bündnis stehen zusammen und haben neue Handlungsfähigkeit gewonnen. Eine zweite Bemerkung. Das Bundeskabinett hat heute das vierte Corona-Steuerhilfegesetz beschlossen. Es wird dem Deutschen Bundestag jetzt zugeleitet. Es umfasst die Verlängerung der Homeoffice-Pauschale, die Steuerfreiheit des Pflegebonus, die Verlängerung und Ausweitung des steuerlichen Verlustrücktrags und die Verlängerung der degressiven Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter um ein Jahr für das Jahr 2022. Das ist eine starke Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger und für die Betriebe. Es ist ein Beitrag dazu, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu lindern. Klar ist aber auch, jede Form von Stillstand des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens in unserem Land richtet sozialen und ökonomischen Schaden an. Deshalb ist es richtig, dass auch auf Veranlassung der Bundesregierung die Konferenz des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Chefs der Länder heute über eine Öffnungsperspektive spricht. Mehr noch, das ist nicht nur sozial und ökonomisch richtig, es ist ein Gebot unserer Verfassung, dass Freiheitseinschränkungen nur so lange und so weit bestehen, wie sie wirklich erforderlich sind. Und zum Dritten, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie, wir alle beobachten die Preisentwicklung, die Inflation. Das ist eine soziale Frage, die bei Menschen mit einem geringen Einkommen entscheidet über einen gefüllten oder einen leeren Kühlschrank am Monatsende. Geldwertstabilität ist auch ein zentraler Faktor einer guten wirtschaftlichen Entwicklung in der Marktwirtschaft insgesamt, weil sie Investitionssicherheit verspricht. In einer mittelfristigen Perspektive müssen wir deshalb in Deutschland und Europa zu Fiskalregeln, in unserem nationalen Kontext also der Schuldenbremse, zurückkehren. Die Reduzierung der Staatsschuldenquote in Europa in den nächsten Jahren ist eine wichtige Voraussetzung dafür, unserer Notenbank die Handlungsfähigkeit zu erhalten. In kurzfristiger Hinsicht wird die Bundesregierung aber ebenfalls Maßnahmen ergreifen, um die Bürgerinnen und Bürger und die Betriebe zu entlasten. Wir bereiten innerhalb der Bundesregierung zum Beispiel die Abschaffung der EEG-Umlage bereits in diesem Jahr zur Jahresmitte vor. Die klare Botschaft ist,
Wir setzen makroökonomisch die richtigen Schwerpunkte, um die langfristige Preisstabilität zu sichern. Und wir sind kurzfristig in diesem Jahr bereit, Abhilfe zu schaffen. Wir werden die Bürgerinnen und Bürger mit steigenden Preisen nicht allein lassen. Vielen Dank. Wir beginnen jetzt die Regierungsbefragung zu den einleitenden Ausführungen des Bundesministers und zum Geschäftsbereich sowie zu den vorangegangenen Kabinettssitzungen und mit allgemeinen Fragen. Das Wort hat zuerst aus der CDU-CSU-Fraktion der Abgeordnete Florian Osner. Sehr geehrter Herr Minister, Sie sind als FDP-Parteivorsitzender und jetzt als Bundesfinanzminister mit dem Versprechen angetreten, die Steuern und Abgaben für unsere Bürgerinnen und Bürger in unserem Land zu senken. Sie haben es bereits angesprochen, höhere CO2-Preise, eine extrem hohe Inflation, höhere Energiepreise und jetzt auch noch die kalte Progression wirken jedoch wie knallharte Steuererhöhungen. Wie möchten Sie dem zum einen entgegenwirken und sind Sie davon überzeugt, dass Ihre nun jetzt angekündigten Maßnahmen am Ende in der Tat dazu führen, dass zusätzlich Geld in der Geldbörse der Bundesbürger verbleibt? Sehr geehrter Herr Kollege Osner, vielen Dank für Ihre Frage. In der Tat hat die gegenwärtige inflationäre Entwicklung Einfluss auch auf die Steuerlast der Bürgerinnen und Bürger. Die frühere Bundesregierung hat die Inflationsentwicklung für dieses Jahr 2022 deutlich unterschätzt. Deshalb ist unser Steuertarif auf die aktuelle Preisentwicklung nicht angepasst worden durch die frühere Bundesregierung. Wir werden in diesem Jahr im Zuge des turnusgemäßen Progressionsberichts Vorschläge unterbreiten, sowohl für den Grundfreibetrag als auch für den Tarifverlauf 2023 und 2024. Die kalte Progression, die Preissteigerung und ihre Auswirkungen im Steuerrecht wird idealerweise bekämpft durch eine Veränderung am Steuertarif. Das ist das Mittel der Wahl und hier wird die Bundesregierung einen fairen Vorschlag machen. Herr Osner, haben Sie eine Nachfrage? Ja, ich würde gerne eine Nachfrage stellen und vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie dies zulassen. Ein weiterer Punkt zur Thematik Inflation ist auch die grüne Inflation, wie Sie teilweise ausgeführt haben. Für uns stellt sich die Frage, wenn sich die Ampelkoalition die Klimaschutzverpflichtungen und den Klimaschutz, den sie immer wieder propagiert, wirklich ernst nimmt, dann muss sie am Ende die Preise für fossile Energien nochmals drastisch erhöhen, um zu den gewünschten Verhaltensänderungen zu kommen. Können wir deshalb davon ausgehen, dass wir in Zukunft mit einer noch höheren CO2-Abgabe zu rechnen haben, also noch wesentlich höher als die Vorschläge gegenüber der alten Bundesregierung, um eben diese Ziele zu erreichen? Sehr geehrter Herr Kollege Osner, die frühere Bundesregierung hat ein Klimagesetz eingeführt und dabei auch einen hohen CO2-Preis festgelegt. Wirtschaftswissenschaftler haben bereits erkannt, dass auch davon ein inflationärer Effekt ausgehen wird. Die Bundesregierung beabsichtigt in dieser Legislaturperiode die Einführung eines Klimageldes. Wir wollen also die Einnahmen, die dem Staat zusätzlich zuwachsen aus der Bepreisung von CO2, an die Bürgerinnen und Bürger individuell zurückerstatten. Das ist ein Beitrag dazu, dass Marktkräfte bei der Transformation wirken können, ohne dass es zu einer individuellen Überforderungssituation bei den Bürgerinnen und Bürgern kommt. Gibt es weitere Nachfragen zu diesem Thema? Eine Nachfrage haben wir oben aus der AfD-Fraktion. Bitte, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Minister. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, die Bundesumweltministerin Lemke hat eine Anfrage der Kollegin aus der Linksfraktion schriftlich dahingehend beantwortet, dass die Bundesregierung beabsichtigt, die Entlastung auf Höhe der Preise zu machen, also den durch die Steuern und Abgaben getriebenen Preisanstieg zu bekämpfen und nicht
die Mehreinnahmen nachher wieder sozial an die Bürger zurück auszuschütten. Die Frage ist deswegen ist die schriftliche Antwort des Bundesministeriums für Umwelt auf die Frage der Kollegin der Linksfraktion irrig, dass die Bundesregierung den Preisanstieg getrieben von Steuern und Abgaben bekämpfen will? Oder soll es so sein, durch die Bundesregierung, wie Sie es gerade dargelegt haben, dass Sie das Geld nach wie vor komplett einnehmen und den Preissteigerung nicht entgegenwirken und dann etwas sozial zurückgeben? Welche Lösung soll es denn bitte sein? Sehr geehrter Herr Kollege, wenn ich Ihre Frage richtig interpretiere, dann ist die Antwort, dass erstens auf die allgemeine Preisentwicklung über eine Anpassung des Grundfreibetrags, des Steuertarifs und des Regelsatzes der Grundsicherung geantwortet wird. Darüber hinaus beabsichtigt die Bundesregierung die Einführung eines Klimageldes, um die Einnahmen aus der Bepreisung von CO2 an die Bürgerinnen und Bürger zurückzugeben. Und zum Dritten, wie eben ausgeführt, soll die EEG-Umlage bereits in diesem Jahr vollständig entfallen und das entlastet von der Rentnerin über den BAföG-Bezieher, die Familie bis hin zum Handwerk die breite Mitte unseres Landes. Es gibt eine weitere Nachfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Minister, ich möchte Sie fragen, sind Sie nicht mit mir der Meinung, dass der Begriff grüne Inflation eigentlich irreführend ist, weil wir es mit einer fossilen Inflation derzeit zu tun haben? Die Hälfte, so ja auch die Zahlen der EZB, der derzeitigen Inflation, sind getrieben durch importierte Erhöhung der Energiepreise der fossilen Energien, also speziell Öl und Gas, auch getrieben durch die aktuelle globale Krisensituation, aber auch ansonsten nachholend beim Öl. Und deswegen adressieren wir doch auch als Bundesregierung, soweit ich informiert bin, speziell diese Thematik der fossilen Inflation. Sehr geehrte, liebe Frau Kollegin, ich will mich jetzt an interpretatorischen Debatten und an der politischen Nutzung bestimmter Begriffe nicht beteiligen. Richtig ist jedenfalls, dass wir aufgrund der aktuellen Situation an den Energiemärkten, aufgrund von Lieferkettenproblemen innerhalb Europas eine Preissteigerung sehen. Wir wissen auch, dass die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft hin auf die Klimaneutralität sehr hohe Finanzmittel, sehr hohe Investitionen erfordert. Und diese Investitionen werden zu tragen sein von Bürgerinnen und Bürgern, von Betrieben und auch vom Staat. Und darauf werden wir gemeinsam Lösungen finden, die dafür Sorge tragen, dass wir auf der einen Seite die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft nicht gefährden, sondern stärken durch die Transformation und auf der anderen Seite den Menschen ein Leben in Freiheit ermöglichen, wo sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können, ohne zu stark eingeschränkt zu werden durch finanzielle Belastungen. Vielen Dank. Da ich keine weiteren Fragen zu diesem Thema. Okay, dann. Sie haben das Wort aus der AfD-Fraktion. Präsidentin, das ist sehr freundlich, dass Sie die Frage noch zulassen. Ich möchte mich auch nicht an interpretatorischen Definitionen der Inflation befleißigen, allerdings doch darauf verweisen, dass die Geldmenge M3 in der Eurozone gerade erheblich steigt, was eine Politik der EZB ist, wie Sie wissen, die dazu dient, letztendlich die Schulden der Länder zu finanzieren, die ihre Schuldenregeln seit langer Zeit nicht eingehalten haben, Italien, Frankreich und so weiter. Wir hatten 2019 noch eine Geldmenge von 12,9 Billionen Euro, 2020 schon von 14,46 Billionen Euro und Ende 2021 von 15,5 Billionen Euro Tendenz steigend. Was sagen Sie denn auf europäischer Ebene? Sie gerieren sich ja als EU-Freunde genau zu dieser Thematik. Sie wissen, dass die Gleichung betrifft, Geldmenge ist gleich Preisniveau. Und wenn die Geldmenge steigt, dann steigt das Preisniveau. Das ist eine volkswirtschaftliche Binsenweisheit, die jeder eigentlich kennt, der in diesem Segment unterwegs ist. Und was sagen Sie zu diesem fundamentalen Kernproblem der Geldmengenexplosion, die unsere Leute letztendlich arm macht in Deutschland? Sehr geehrter Herr Abgeordneter, der Bundesfinanzminister kommentiert Entscheidungen der Europäischen Notenbank nicht im Einzelnen und gibt ihr auch keine Ratschläge, denn es gehört zu unserem Institutionengefüge, dass die Notenbank unabhängig ist und keine politischen Weisungen entgegennimmt. Das ist ja auch insbesondere der Bundesrepublik Deutschland in ihrer stabilitätspolitischen Tradition immer wichtig gewesen.
Ich nehme allerdings wahr, dass die EZB angekündigt hat, das Pandemic Emergency Purchase Program in diesem Jahr einzustellen und dass auf Dauer auch das Asset Purchase Programm angepasst wird. Der Chef der niederländischen Notenbank hat zudem einen Zinsschritt in Höhe von 25 Basispunkten in Aussicht gestellt. Der Beitrag der Regierungen ist, die Schuldenstandsquote zu reduzieren. Konkret ist das Ziel dieser Bundesregierung, bereits zu Anfang der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts die Maastricht-Kriterien von 60% Gesamtschuldenstand wieder einzuhalten und in Europa beizutragen dazu, dass der Stabilitäts- und Wachstumspakt einen klaren verbindlichen Schuldenabbaupfad vorsieht. Nächste Fragestellerin noch zum gleichen Thema aus der Fraktion Die Linke, Frau Lütsch. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister, Sie sprachen über die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. Allerdings war mir das ehrlich gesagt nicht konkret genug. Ich kann das auch mal begründen, warum ich das genauer wissen will. Nach den Angaben zum Beispiel von Eurostat hatten 15,5% der Alleinerziehenden in Deutschland im Jahr 2020 nicht ausreichend Geld, um ihre Wohnung so zu heizen, dass sie nicht frieren müssen. Aber nicht nur Alleinerziehende haben nicht ausreichend Geld, um die Energiekosten zu tragen. Und darum würde ich gerne wissen, wie Sie sich konkret vorstellen, diese Menschen zu entlasten, ob Sie aus den zusätzlichen Steuermehreinnahmen etwas zurückgeben wollen und wenn ja, wie und an welche Personengruppen. Sehr geehrte Frau Kollegin Lötsch, die Bundesregierung hat ja sehr frühzeitig Initiativen ergriffen, einen Heizkostenzuschuss den Wohngeldempfängerinnen und Empfängern, BAföG-Beziehern und anderen Gruppen zur Verfügung zu stellen. Es ist jetzt mit dem vierten Corona-Steuerhilfegesetz noch weiteres mit auf den Weg gebracht worden. Zudem haben wir einen gesetzlichen Auftrag, den Regelsatz der Grundsicherung anzupassen und auch einen Progressionsbericht wird es im Laufe dieses Jahres ja geben. Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP ist zudem vorgesehen, zu einer neuen Kindergrundsicherung zu finden, die ebenfalls bedürftige Familien gezielt unterstützt. Es ist beabsichtigt, bereits im Haushaltsjahr 2022 im Vorgriff auf diese Kindergrundsicherung eine Maßnahme zu etatisieren. Vielen Dank. Jetzt lasse ich noch eine Nachfrage zu aus der AfD-Fraktion, Herr Kollege Gottschalk, und dann würde ich vielleicht zur nächsten Fragestellung übergehen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Bundesminister Lindner. Immerhin in Ihrem Bericht eben sind Rudimente ja noch von dem Lindner, den ich durchaus mal geschätzt habe, als er in der Opposition war, vorhanden. Sie sprachen davon, das Problem der kalten Progression erkannt zu haben. Nun will ich Ihnen auf die Sprünge helfen. In der Drucksache 19-7697 gab es einen Antrag mit dem Titel Chancentarif statt Belastungstarif, Abschmelzen des Mittelstandsbauches vorgelegt. Ich helfe Ihnen da nochmal auf die Sprünge. Es geht um die kalte Progression. Auch dort, es ist der Tarif auf Rädern, den Sie sogar in diesem Antrag von der AfD-Fraktion kopiert haben, weil Sie dem nicht beispringen wollten. Und es ist meine Frage, wie sieht Ihre konkrete Antwort aus? Denn morgen wird die AfD-Fraktion exakt den Antrag, den Sie auch eingebracht haben, entsprechend ins Plenum einbringen. Und wird die Lösung sein, die kalte Progression mittels des Tarifs aus Rädern, die kalte Progression stoppen sein? Wie sehen da Ihre Ideen aus? Sehr geehrter Herr Kollege, es ist eine beklagenswerte Realität, aber auch ich muss sie anerkennen. Die FDP hat bei der Bundestagswahl die absolute Mehrheit verfehlt. Aus diesem Grund muss in der Mitte des Hauses ein Kompromiss gefunden werden, um eine gesetzesändernde Mehrheit zu erreichen. Und deshalb ist vermutlich keine Fraktion hier in der Lage, ihre Ideen exklusiv und eins zu eins zu übersetzen in Gesetzesbeschlüsse. Und das betrifft auch den von Ihnen genannten Antrag der Fraktion der Freien Demokraten aus der letzten Legislaturperiode. Konkret wird es, wie seit 2012 vorgesehen, in diesem Jahr einen Progressionsbericht geben. Auf diesen Progressionsbericht wird die Bundesregierung reagieren und einen Vorschlag unterbreiten, dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat, wie darauf zu reagieren sein wird. Was speziell die Indexierung im Sinne eines Tarifs aufs Rädern angeht, so ist mir das Anliegen
Anliegen prinzipiell sympathisch. In der konkreten inflationären Situation, in der wir sind, könnte eine Indexierung von Sozialleistungen, Tarifen und anderes allerdings zusätzliche Effekte auf die Inflationssteigerung haben. Bei diesem Instrument mahne ich also zur Vorsicht, ganz abgesehen davon, dass Sie als frei gewählter Abgeordneter immer kritisch sein sollten, wenn Dinge, die haushaltswirksam sind, automatisch sich vollziehen, ohne dass Sie mitentscheiden. Ich gehe jetzt zur nächsten Fragestellerin über, aus der SPD-Fraktion Bettina Hagedorn. Herr Minister, ein kleiner Themenwechsel. Sie sind ja zuständig für ein großes Portfolio. Und ich denke, nicht nur ich und die SPD-Fraktion, sondern der Haushaltsausschuss und der Bundestag insgesamt sind schon ganz gespannt auf den 9. März, wenn Sie den Regierungsentwurf für den Haushalt 22 und den Finanzplan bis 26 vorstellen werden in der Öffentlichkeit. Und um unsere Neugierde ein bisschen zu zügeln, wäre es schön, wenn Sie vielleicht darstellen könnten, wie Ihre Schwerpunkte in Umsetzung auch des Koalitionsvertrages mit Blick auf Haushalt und Finanzplan sein werden, weil es ja einerseits darum geht, die schon sehr hohen Investitionen der letzten Jahre noch mal möglicherweise zu steigern mit Schwerpunkt Klimaschutz und Transformation, aber auch die soziale Sicherung zu stärken, Stichwort Rente, Grundsicherung, Kindergrundsicherung haben Sie schon selbst genannt, und dabei auch das, was wir uns gemeinsam vorgenommen haben, zu beachten, nämlich, dass wir wieder zu einer soliden Haushaltsführung ab 23 zurückfinden. Dankeschön. Sehr verehrte, liebe Frau Kollegin Hagedorn, das Bundeskabinett vibriert vor Gestaltungsehrgeiz. Es gibt eine große Ungeduld, jetzt alles umsetzen zu wollen. Leider sind die haushalterischen Spielräume in diesem Jahr 2022 so begrenzt, dass nicht alles, was wünschbar ist und was sofort umgesetzt werden soll, auch direkt realisierbar ist. Deshalb wird es bis zum 9. März noch sehr kollegiale Gespräche geben, auch auf der Chefebene, wo wir gemeinsam eine Priorisierung auf der Zeitachse vornehmen werden. Prinzipiell kann man sagen, dass erstens die Bundesregierung bei ihrer Haushaltsinitiative einen Schwerpunkt legen wird auf all das, was aktiviert, also Bildung, das geplante Bürgergeld. Zweitens, wir setzen einen Schwerpunkt auf Investitionen, die auch die Wachstumsperspektive der Wirtschaft verbessern. Ich denke etwa an den Digitalbereich, gerade ganz aktuell die Gestaltung der Energiewende und den Ausbau erneuerbarer Energien, die ja über die aktuelle Situation und den Klimaschutz hinaus auch unsere Energieunabhängigkeit sichern können. Und zum Dritten, wir wollen die Schuldenbremse einhalten ab 2023. Das bedeutet, dass jede zusätzliche strukturelle Ausgabe, die wir in diesem Jahr verabreden, sich bereits an der Schuldenbremse des nächsten Jahres messen muss. Das verlangt von uns viel Disziplin ab. Aber das Kabinett hat bereits gezeigt, dass es bei seinen Vorschlägen diese Disziplin aufbringen kann. Apropos Disziplin, der rote Balken hat eine Bedeutung. Vielleicht, dass alle noch mal drauf schauen. Frau Hagedorn, möchten Sie eine Nachfrage stellen? Früher fanden Sie es gut, wenn der rote Balken wächst. Ja. Auf jeden Fall. Der hat auch eine Bedeutung, habe ich ja gesagt. Frau Hagedorn. Frau Bundestagspräsidentin, ich hätte noch viele Fragen, aber zugunsten anderer Fragesteller werde ich darauf verzichten. Vielen Dank. Zu diesem Themenkomplex habe ich bereits zwei Nachfragen. Einmal der Abgeordnete Janicek aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, sehr geehrter Herr Minister, die Bundesregierung hat ja auch großen vibrierenden Gestaltungsehrgeiz bei der Ausgestaltung der Corona-Hilfen, die jetzt noch ein weiteres Mal verlängert wurden bis zum 30. Juni. Es haben ja Branchen unter uns, die noch sehr betroffen sind, wie beispielsweise die Veranstaltungswirtschaft, die Messewirtschaft. Gleichzeitig ist heute Abend die MPK. Sie haben das beschrieben, dass es dort auch jetzt zu nachvollziehbaren und planungssicheren Öffnungsschritten kommen soll. Auch das Bundeswirtschaftsministerium
hat am Wochenende Vorschläge gemacht. Aber wie kann man in diesem Kontext jetzt auch die Äußerungen Ihres neuen Chefsvolkswirts Lars Feld einordnen, den ich sehr schätze persönlich, auch aus vielen Dialogen, der gesagt hat, man müsse diese Hilfen jetzt eigentlich umgehend ändern? Es ist tatsächlich erforderlich, dass wir schrittweise auf die Corona-Hilfen verzichten. In vielen Bereichen unserer Wirtschaft sind sie, Gottlob, auch nicht mehr erforderlich. Es gibt aber Bereiche, ich denke an den Eventbereich, Kultur, Veranstaltungen, da ist auch bei Öffnungsschritten nicht sofort wieder zu erwarten, dass es Umsatzerlöse gibt. Und hier ist ein schrittweises Herauffahren mit einer befristeten Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, mit Überbrückungshilfen 4 bis zur Mitte des Jahres vertretbar. Das langfristige Ziel indessen muss sein, dass wir die wirtschaftliche Intervention des Staates in die Wirtschaft beenden, weil wir auch an die fiskalischen Grenzen dessen stoßen, was möglich ist. Nächste Fragestellerin zum Thema aus der Fraktion Die Linke, Frau Lötsch. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Minister. Wir sind uns ja alle einig, dass es eine große Notwendigkeit an Investitionen gibt. Und wir haben ja gesehen, dass in der Corona-Krise, die ja leider noch lange nicht vorbei sein wird, sich für einen kleinen Teil der Bevölkerung das quasi sehr gelohnt hat, weil ihre Einkommen und Vermögen gestiegen sind, aber ein großer Teil der Bevölkerung eher weniger Geld in der Tasche hat. Wie wollen Sie denn diese Investitionen realisieren unter der Überschrift Schuldenbremse und unter der Überschrift keine Steuererhöhung für Vermögende, für große Einkommen? Ich glaube, Sie müssten mir doch eigentlich aus dem Herzen zustimmen, dass es sinnvoll wäre, jetzt endlich auch die Vermögenden, die Superreichen und die, die in der Krise profitiert haben, heranzuziehen, um die Investitionen, die ja allen Nutzen zu finanzieren. Sehr geehrte Frau Kollegin Lötsch, in der Finanzpolitik empfiehlt es sich, Entscheidungen nicht zu treffen mit dem Herz oder gar dem Bauch, sondern mit dem Kopf. Und deshalb sollten wir eine Erholung unserer Wirtschaft nicht dadurch gefährden, dass wir mittelständische Strukturen, das Handwerk oder die Industrie belasten. Ihnen ist bekannt, dass Deutschland im internationalen Vergleich bedauerlicherweise ein Höchststeuerland ist. Es wäre töricht, diese international höchste Belastung, die sich auch ergeben hat durch 16 Jahre nahezu Untätigkeit im steuerpolitischen Bereich, dass wir diese Belastung weiter erhöhen. Deshalb wollen wir uns darauf konzentrieren, durch kluge Abschreibungen, durch gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen, durch die Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren privates Kapital zu mobilisieren, damit es investiert werden kann in Transformation und Fortschritt. Frau Präsidentin, da vorne leuchtet es noch gelb. In der Hoffnung, dass gelb auch aufwächst. Verstehe. Ja. Ich sehe keine weiteren Nachfragen. Dann kommen wir zum nächsten Fragesteller aus der AfD-Fraktion, Peter Böhringer. Danke, Frau Präsidentin. Herr Minister, Berichten von Le Monde und der Welt zufolge, aktuellen Berichten, ist zu entnehmen, dass die Bundesregierung die Veröffentlichung von Unterlagen zum Wiederaufbau vor der EU zu verhindern versucht. In fast 250 Fällen hat das BMF die Herausgabe von Dokumenten zu diesem 750 Milliarden Euro Fonds verweigert. Sie hat sogar bei der EU-Kommission ein Veto eingelegt gegen die Herausgabe, weil Transparenz an dieser Stelle, Zitat, die internationalen Beziehungen Deutschlands gefährden könne. Meine Frage, wieso hält die Bundesregierung diese Dokumente zurück? Was soll die Öffentlichkeit zur Entstehungsgeschichte dieses riesigen Fonds nicht erfahren? Inwiefern hat der deutsche Umsetzungsplan, um den geht es ja hier, dieses Fonds Auswirkungen auf die Beziehungen Deutschlands zu anderen Staaten? Könnte dabei vielleicht herauskommen, um Ihr Gedächtnis vielleicht aufzufrischen, denn Sie sind ja noch, es betrifft ja teilweise auch noch die Vorgängerregierung, teilweise ist gut, dass die Regierung auf hohe Geldsummen verzichtet hat, also Deutschland statt den ihm zustehenden 100 Milliarden Euro nur 25 Milliarden Euro beantragt hat, also eigentlich auf 75 Milliarden deutsche Steuereuro verzichtet hat. Danke. Sehr geehrter Herr Kollege, wie Sie ansatzweise angedeutet haben, war ich mit dem Programm Next Generation EU und dem
Wiederaufbaufonds in Europa fachlich nicht befasst, weil das auf die Zeit der Vorgängerregierung zurückweist. Etwaige Fragen müssten Sie also schriftlich stellen, dann würde die Bundesregierung schauen, was dargelegt werden kann. Herr Brünger, möchten Sie eine Nachfrage stellen? Na gut, angesichts dieser Nichtantwort muss ich eine Nachfrage stellen. In den genannten Presseberichten wird explizit erwähnt, dass nicht nur unter Bundesfinanzminister Scholz, jetzigen Kanzler Scholz, sondern auch unter dem jetzigen Finanzminister Lindner die Herausgabe noch einmal explizit verweigert wurde. Das war Ihr eigenes Haus, Herr Minister. Und deshalb vielleicht doch noch die Erinnerung auch an einen Antrag der FDP-Bundestagsfraktion von Mitte 21 mit dem Titel »Transparenz umfassend gewährleisten«. Mit der schönen Feststellung, politische Transparenz ist ein Grundpfeiler der offenen Gesellschaft. Ihre Worte, Sie haben es selbst unterzeichnet. Wie erklären Sie Ihren Wählern, dass bei solch einer riesigen Summe offensichtlich gemauert wird, auch von Ihnen bzw. Ihrem Haus? Ich bin mit diesem Vorgang persönlich nicht befasst worden. Deshalb kann ich in einer Fragestunde dazu auch nicht spontan ohne Aktenunterlage antworten. Ihnen stehen andere Möglichkeiten der parlamentarischen Fragerechte zur Verfügung. Und ich lade Sie herzlich ein, davon Gebrauch zu machen. Vielen Dank. Zu diesem Themenkomplex sehe ich keine weitere Nachfrage. Dann kommen wir zur nächsten Fragestellerin aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Katharina Beck. Herr Lindner, ich freue mich sehr, dass wir das Finanzministerium und auch Finanzen und die Kapitalmärkte so als Ermöglicher sehen in unserer Regierung. Und wir haben in der Debatte um die Taxonomie gesehen, diese Finanzmärkte haben richtig Lust, auch die grüne Transformation mitzuermöglichen. Das ist tatsächlich so. Allianz, Munich Re, ganz viele Player haben sich auch dazu positioniert, dass sie gerne nicht die Taxonomie aufgeweicht haben wollten, sondern gerne nochmal klare Regeln hätten, bessere Rahmenbedingungen, dass das auch gut funktioniert mit dem grünen Finanzmarkt. Und jetzt hier meine Frage zu unserem gemeinsamen Projekt, führender Sustainable Finance Standort zu werden. Was ist da Ihre Vision? Wie stellen Sie sich diesen pulsierenden, führenden Standort Deutschland vor? Und was sind auch Ihre konkreten nächsten Schritte, die Sie in den nächsten Monaten über auch die Etablierung nochmal des Beirats hinaus zu gehen gedenken? Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Wir werden eine Sustainable Finance Strategie entwickeln. In Ihrem Zentrum steht, dass die Bundesregierung auch zukünftig wieder Green Bonds begeben wird. Wir wirken mit an der Etablierung eines Green Bond Standards auf europäischer Ebene. Wir wollen auch die Finanzierungsinstrumente der Kreditanstalt für Wiederaufbau in diese Richtung weiterentwickeln. Dazu ist ja schon einiges an Vorarbeit geleistet worden. Und die Bundesregierung begrüßt, dass die private Seite, also es sind Impulse aus unserer Marktwirtschaft, Nachhaltigkeitsaspekte unmittelbar auch in der Unternehmensberichterstattung etablieren will. Insofern war die Bundesregierung mit ihrem Jahreswirtschaftsbericht so etwas auch wie ein Trendsetter, weil auch im privaten Bereich inzwischen andere Indikatoren als nur finanzielle Kennzahlen bemüht und berichtet werden. Frau Beck, Sie haben die Möglichkeit zu einer Nachfrage. Sehr gerne. Super Themen, verfolgen wir und arbeiten wir gerne zusammen weiter dran. Noch das Thema Abnehmen bei Frage haben wir geklärt mit dem Präsidium. Ich hoffe, das stimmt. Der grüne Balken ist noch grün und wird hoffentlich ganz groß. Die OECD geht immer mehr Richtung Gelb. Ja, ich fürchte es. Also die OECD schätzt, dass 35% der deutschen Staatsausgaben in die öffentliche Auftragsvergabe gehen. Und wie gedenken Sie beim Thema öffentliche Auftragsvergabe auch Sustainable-Kriterien mehr zu integrieren? Was haben Sie da vor? Ich kann jetzt die Zahl von 35% nicht im Einzelnen bestätigen, aber die Bundesregierung achtet auf Nachhaltigkeitskriterien bei der öffentlichen Auftragsvergabe und wird das auch weiter tun. Das ist ein wichtiger Aspekt auch der Finanzierung von Vorhaben mit öffentlichen Mitteln. Gibt es eine Nachfrage zu diesem Thema? Herr Kleinwächter aus der AfD-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister. Es geht tatsächlich um den Sustainable Finance Beirat und dort natürlich die Tatsache, dass der Bundesrechnungshof festgestellt hat, dass dieser Sustainable Finance Beirat, den Sie ja beibehalten wollen, per Bericht im Endeffekt festgestellt hat, dass dieser Beirat unwissenschaftlich gearbeitet hat. Zum Beispiel bei seinem Zwischenbericht Quellenangaben zu empirischen Analysen und Umfragen gefehlt haben. Macht Ihnen das keine Sorgen, wenn Sie das sozusagen als Instrument weiterführen wollen? Doch, das ist Anlass für eine Überarbeitung von Zielsetzung, Mandat und Satzung des Beirates. Weitere Nachfragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann gehen wir weiter. Und nächste Frage stellt für die Fraktion Die Linke Viktor Perli. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, in diesem Jahr soll der Mindestlohn auf 12 Euro erhöht werden. Das ist ein aus unserer Sicht längst überfälliger Schritt in die richtige Richtung. Dafür haben wir lange gekämpft. Ein Problem ist allerdings, darauf wird selten hingewiesen, dass Millionen Beschäftigte in diesem Land um den Mindestlohn betrogen werden. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat eine Analyse gemacht auf Basis von Zahlen des DIW. Demnach bekommen 2,4 Millionen Beschäftigte in diesem Land den Mindestlohn nicht, obwohl er ihnen zusteht. Nun gibt es die Besorgnis, dass bei einem deutlich steigenden Mindestlohn dann die Betrugsmanöver zunehmen. Und in Ihrem Arbeitsbereich ist ja auch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Zoll. Das heißt, Sie sind dafür zuständig, diesen Mindestlohn auch durchzusetzen, Betrug zu bekämpfen. Und ich frage Sie, was tun Sie dafür, wenn in diesem Jahr der Mindestlohn so deutlich erhöht wird, dass der Mindestlohnbetrug endlich gestoppt wird? Sehr geehrter Herr Kollege, zunächst einmal geht die Bundesregierung davon aus, dass das Gros und die absolute Mehrzahl der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in unserem Land fair und auch rechtlich sauber arbeiten. Ich glaube, dass es uns nicht gut tut, so eine allgemeine Atmosphäre des Misstrauens zu schüren. Wir können froh sein, dass wir so viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben, die gute, qualifizierte Beschäftigung anbieten. Zusammen mit dem BMAS wird mein Haus, da wir über den Zoll ja zuständig sind, darauf achten, dass es eine Kontrolle auch der Arbeitszeiten und damit auch der Frage des Mindestlohnes gibt, die möglichst bürokratiearm erfolgt. Wir sehen zwei große Ziele. Zum einen Missbrauch und Dumping zu verhindern, zum anderen aber auch eine Belastung der mittelständischen Wirtschaft, der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber durch überzogene Bürokratielasten zu verhindern. Herr Perli, Sie haben die Möglichkeit zu einer Nachfrage. Ja, vielen Dank. Dazu eine Nachfrage. Also natürlich, die große Mehrheit hält sich an den gesetzlichen Mindestlohn, gar keine Frage. Aber durch meine Anfrage ist bekannt geworden, dass sogar in der Fußball-Bundesliga, da wo die 1 Million verdienen, 4 Vereine Mindestlohnbetrug begangen haben und dort ermittelt werden musste. Also wir sehen daran, dass selbst im Bereich, wo viel Geld verdient wird, auch gegen den Mindestlohn verstoßen wird. Sie haben zu Recht angesprochen, dass natürlich die große Mehrheit sich daran hält, aber es ist für die, die sich daran halten, natürlich ein Problem, dass es diejenigen gibt, die sich nicht daran halten, weil dort dann Dumpinglöhne sozusagen forciert werden. Und die konkrete Frage stellt sich natürlich schon, wollen Sie denn auch bei einem deutlich steigenden Mindestlohn für mehr Personal sorgen, damit mehr Kontrollen möglich werden? Beim Zoll, wenn Sie sich dort umhören, bekommen Sie gesagt, wir würden gerne mehr kontrollieren, uns fehlt das Personal. Wir müssen hier Quoten erfüllen, das schaffen wir alles gar nicht. Deswegen brauchen wir von der Politik deutlich mehr Unterstützung, also mehr Personalaufwuchs. Und ich habe, weil es nicht mal ein Meldeportal gibt bei der Bundesregierung, wo man Verstöße melden kann, selbst ein Meldeportal initiiert, www.mindestlohnbetrug.de. Da gehen wöchentlich zig Fälle ein. Das zeigt sozusagen, es gibt einen großen Bedarf. Ich leite diese Fälle an die Behörden weiter, damit die Behörden dann dem nachgehen. Kommen Sie bitte. Und ich finde, dass schon hier der Bund aufgefordert ist, dieser Ungerechtigkeit, dass Menschen um ihren Lohn betrogen werden, endlich ein Ende zu setzen. Ja, sehr geehrter Herr Kollege, Ihr drastischer Appell
wird von mir geteilt. Es geht um Fairness gegenüber den Beschäftigten. Übrigens geht es auch um Fairness gegenüber den ehrlichen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, die ja auch in eine Wettbewerbssituation geraten mit unehrlichen Wettbewerbern, Konkurrenten. Und deshalb werden wir das uns Mögliche tun, um eine Durchsetzung des Mindestlohns zu gewährleisten über den Zoll, über die Möglichkeiten der Dokumentation, die wir auch hinsichtlich digitaler Möglichkeiten bürokratieschonend weiterentwickeln wollen. Vielen Dank. Gibt es zu diesem Thema weitere Nachfragen? Das sieht nicht so aus. Dann hat jetzt das Wort für die FDP-Fraktion der Kollege Markus Herbrand. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Bundesminister, mit dem vierten Corona-Steuerhilfegesetz unterstützt die Bundesregierung die Menschen und auch die Unternehmen in der aktuell ja noch immer sehr schwierigen Situation. Die angedachten 11 Milliarden Euro Entlastung werden gezielt eingesetzt und helfen dort, wo es wirklich am nötigsten ist. So stellt man sich schnelles und auch sehr umsichtiges Regierungshandeln vor. Gab es durch den gerade erfolgten Kabinettsbeschluss, von dem Sie eben sprachen, noch Änderungen gegenüber dem Referentenentwurf? Ja, vielen Dank, Herr Kollege Herbrand, auch für die sehr freundliche Würdigung des vierten Corona-Steuerhilfegesetzes und seine makroökonomische Bedeutung. Ich will das zum Anlass nehmen, auch zu werben in diesem Hause und auch gegenüber dem Bundesrat, dieses Vorhaben zu unterstützen, insbesondere mit Blick auf die degressive AFA für bewegliche Wirtschaftsgüter. Erhoffe ich mir in diesem Haus und im Bundesrat Unterstützung, weil das ein wichtiger Baustein dazu ist, dass wir gut aus der Krise kommen. Zu Ihrer Frage. Ja, es gab Veränderungen gegenüber dem Referentenentwurf, die Zuschusszahlungen des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld betroffen haben, die Steuerfreiheit dort und zum anderen, dass auch für Empfänger von Grundsicherung für Arbeitssuchende die gewährten Sonderzahlungen nicht angerechnet werden. Man hört, dass im parlamentarischen Raum weitere Veränderungen in Vorbereitung sind. Sie haben die Möglichkeit zu einer Nachfrage, Herr Herbrand. Ich auch sehr gerne in Anspruch nehmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Wir haben ja immer noch die Situation, dass die Wirtschaft in den vergangenen zwei Jahren nicht so hat investieren können, wie es möglich gewesen oder notwendig auch gewesen wäre. Stichwort Lieferketten. Wir brauchen aber Wachstum, um aus den enormen Schulden auch herauszuwachsen, die jetzt in den vergangenen Jahren aufgenommen wurden. Plant die Bundesregierung da Weiteres? Ja, das tun wir. Ich habe es eben schon kurz bei anderer Gelegenheit angesprochen. Wir bereiten ein Instrument der sogenannten Superabschreibung im Sinne einer Investitionszulage bzw. Prämie vor. Der Bundeskanzler hatte das in seiner Regierungserklärung angesprochen. Es kann ein weiterer Baustein, ich sage einmal Hebel sein, um private Investitionen anzuschieben, insbesondere in den transformativen Bereichen von Klimaschutz und Digitalisierung. Der Deutsche Bundestag hat mit dem zweiten Nachtrag zum Haushalt 2021 zudem ja auch zusätzliche Möglichkeiten gesichert und auf Dauer etatisiert, mit denen wir pandemiebedingt ausgebliebene Investitionen nachholen können. Das ist makroökonomisch im internationalen Vergleich übrigens kein unübliches Instrument, um aus der Pandemie heraus transformative Aufgaben anzugehen und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Gibt es zu diesem Themenkomplex noch Nachfragen? Herr Gottschalk aus der AfD-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Bundesminister Lindner, Sie sprachen eben von Superabschreibung und damit eine Stimulanz, ein Wirtschaftswachstum zu erzeugen. Nun sind wir uns alle einig, wenn sich Investitionen aufstauen, dann wird sicherlich eine Abschreibung keine Motivation bewegen und befördern, sondern eher dazu führen, dass man Mitnahmeeffekte hat.
Stimmen Sie mir nicht dahingehend zu? Und was wollen Sie da tun, dass der Wirtschaftsstandort die Langfristigkeit und die Verlässlichkeit einer Investition ausmachen, ob ich investiere? Dazu gehören Strompreise, faire Steuertarife, dazu gehört ein wirtschaftliches Umfeld, dazu gehören befahrbare Autobahnen und natürlich auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, damit die überhaupt zur Arbeit kommen, vernünftige und günstige Bedingungen zur Arbeit zu kommen. Stichwort Benzinpreise. Das heißt, Ihre Superabschreibung, die verpuffen doch und sie sind eigentlich nur ein Mitnahmeeffekt und führen zum Gegenteil, nämlich zu Verschuldung und nicht zu einem konsolidierten Haushalt und einem vernünftigen Wirtschaftswachstum. Sehr geehrter Herr Kollege, bei Ihrer Aufzählung guter Standortbedingungen für unser Land fehlt vermutlich nicht zufällig die qualifizierte Einwanderung von Fachkräften. Denn auch die ist enorm wichtig, das Wachstumspotenzial unseres Landes zu heben. Jedes verständige Gespräch mit Mittelständlern und Industrie würde Ihnen das zeigen. In dem Zusammenhang, den Sie zu Recht aufgemacht haben, Steuern, Energiepreise, Infrastruktur, Geschwindigkeit der öffentlichen Verwaltung, weltoffenes Klima einer Exportnation, die auf den Weltmärkten erfolgreich sein will und Fachkräfte gewinnen will. In diese Standortbedingungen passt aber die Idee einer sogenannten Superabschreibung im Sinne einer Investitionszulage durchaus, denn wir wollen ja gerade die durch die Pandemie möglicherweise geschwächte Eigenkapitalbasis des Mittelstands stärken durch diese Abschreibung, die Liquidität sichert und nicht beim Fiskus einzieht. Vielen Dank. Ich habe eine weitere Nachfrage aus der CDU-CSU-Fraktion. Herr Minister, das Stichwort Eigenkapitalstärken führt bei mir dazu, dass Sie zu eben zu Recht darauf hingewiesen haben, die FDP hatte keine 100%. Das bedauere ich jetzt ein bisschen weniger als Sie. Aber eine gute Eigenkapitalstärkung wäre ja die Thesaurierungsbegünstigung. Die haben Sie gemein mit den Grünen und trotzdem hat sie es nicht ins Wahlprogramm geschaffen. Können Sie mir sagen, wie Ihre Ideen da sind, das Eigenkapital innerhalb der Unternehmen zu stärken, wenn Sie die Thesaurierungsbegünstigung definitiv nicht auf den Weg bringen wollen? Über diese fachliche Frage können wir gerne miteinander auch in den nächsten Jahren einen Dialog führen. Das Erste und Wichtigste, was man tun kann, um das Eigenkapital zu stärken, ist es nicht zu entziehen über eine höhere Belastung der Wirtschaftssubjekte, egal in welcher Rechtsform sie arbeiten. Und deshalb ist aus meiner Sicht schon ein wichtiger Beitrag zur Sicherung des Standorts, dass neben dem Bestehen auf der Schuldenbremse eine zweite Leitplanke dieser Regierung ist, dass es keine höhere Steuerlast für niemanden gibt und dass auch keine neuen Steuern eingeführt werden. Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann ist der nächste Fragesteller aus der CDU-CSU-Fraktion Fritz Günzler. Sehr geehrter Herr Minister, Sie haben im Wahlkampf, aber auch jetzt öffentlich immer Steuererhöhungen ausgeschlossen. Der hochgeschätzte Kollege Christian Dürr, den ich noch aus dem Niedersächsischen Landtag kenne, hat gesagt, die kalte Progression ist eine heimliche und politisch nicht legitimierte Steuererhöhung. Wenn Sie jetzt im Jahr 2022 nicht tätig werden, um den Tarif zu ändern, sind Sie doch faktisch für eine Steuererhöhung durch die Hintertür. Wie erklären Sie uns das? Naja, eine Entscheidung über den Steuertarif 2023/24 ist ja noch nicht getroffen. Sie wissen, der Progressionsbericht wird im Herbst vorgestellt. Dann wird auch entschieden über steuerfreies Existenzminimum, über den Tarifverlauf, im Übrigen auch über den Regelsatz der Grundsicherung. Dann ist der richtige Zeitpunkt. Der Steuertarif 2022, über den wurde entschieden mit dem Progressionsbericht 2020. Den Tarifverlauf des Jahres 2022 hatte eine frühere Bundestagsmehrheit beschrieben. Unterjährig den Tarifverlauf von Lohn- und Einkommensteuer zu verändern, ist allerdings nicht empfehlenswert wegen des enormen bürokratischen Aufwands, etwa bei der Lohnsteuer und in der Finanzverwaltung. Vielen Dank, Herr. Sie dürfen noch mal eine Nachfrage stellen, wenn Sie möchten. Ja. Man möchte fast schon Stellung zu nehmen, dass das eher eine Schutzbehauptung ist. Aber ich habe dann noch eine andere Frage, Herr Minister. Wir haben die Medien auch entnehmen können, dass Sie für eine Anpassung der Pendlerpauschale sind.
wenn es dafür Mehrheiten gibt. Meine Frage wäre, kämpfen Sie für diese Mehrheiten? Können wir damit rechnen, dass aus Ihrem Hause ein konkreter Gesetzesentwurf kommt? Ich habe es leider beim Corona-Steuerhilfegesetz 4, das Sie ja mehrfach hier sehr gepriesen haben, auch der Kollege Herbrand sehr gepriesen hat, vermisst. Also es wäre doch eine gute Gelegenheit, es dort einzuspeisen. Der Bundesfinanzminister ist offen für eine Erhöhung der Pendlerpauschale. Es gibt ja im politischen Raum eine Reihe von Vorschlägen dazu. Ich habe wahrgenommen, dass etwa das Land Niedersachsen eine solche Initiative in den Bundesrat eingebracht hat. Auch andere haben sich in dieser Weise geäußert. Ich will schauen, wie ist die Mehrheitsbildung dazu im Deutschen Bundestag und vielleicht darf ich da auf Ihre Unterstützung bauen. Natürlich ist der Bundesfinanzminister auch daran interessiert, ob die Länderseite im Falle einer Erhöhung der Pendlerpauschale die entsprechenden Einnahmeausfälle auf der Länderseite übernehmen würden. Es handelt sich ja um eine Maßnahme, je nach Ausgestaltung, die zwischen 1,7 und 2,1 Milliarden Euro gesamtstaatlich kostet. Und eine solche Maßnahme wäre nur bei einer Mehrheit im Deutschen Bundestag gemeinsam von Bund und Ländern fiskalisch abzubilden. Ich hoffe also sehr, da Sie aus Niedersachsen kommen, dass Sie bei Herrn Hilbers ein gutes Wort einlegen. Freue ich mich. Gibt es zu diesem Thema weitere Fragen? Ja, hier vorne aus der CDU-CSU-Fraktion. Christian Hase. Ja. Dankeschön, Frau Präsidentin. Herr Minister, da muss ich jetzt noch mal nachfragen. Das heißt, Sie trauen sich nicht, Ihren eigenen Vorschlag in das Gesetz reinzuschreiben, weil Sie auf Zuarbeit auf den Ländern hoffen? Ich habe keinen entsprechenden Vorschlag gemacht. Wenn Sie meine entsprechenden Äußerungen in den Medien verfolgen, so habe ich gesagt, wenn es eine Mehrheit im Deutschen Bundestag, also eine Verständigung insbesondere der Koalitionsfraktionen gibt und der Bundesrat unterstützt, dann sei der Finanzminister offen dafür. Und genau das habe ich hier auch dargelegt. Nachfrage geht nicht, aber ich nehme jetzt den Herrn Gottschalk dran und dann dürfen Sie gerne noch mal. Zu dem Thema. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Nun kann man ja Progressionsentlastung über eine Rechtsverschiebung her entleiten. Sie können natürlich auch unserem Tarif auf Rädern noch mal dazu stimmen. Aber Sie könnten natürlich auch ein Versprechen, mit dem wir, glaube ich, eine Mehrheit im Hause hätten, realisieren, indem Sie sagen, Sie schaffen den Solidaritätszuschlag komplett ab. Denn er ist ja nach wie vor gerade für den von Ihnen so präferierten Mittelstand, und Sie haben sich ja mal auch als eine Mittelstandspartei verstanden, von fundamentaler Bedeutung, weil er eben in seiner Progression ansetzt, in einer Höhe ab etwa 70.000 brutto. Sie haben auch vor der Bundestagswahl, auch hier im Plenum, immer gesagt, wir sind für eine Abschaffung. Die CDU hat sogar im Programm stehen, hat sich sehr gerne immer damit gewunden. Wir haben ja nun einen Koalitionsvertrag gemacht, da kann man natürlich auch Grundwerte der eigenen Programmatik gerne feilbieten. Aber da fordere ich Sie doch auf, das wäre für viele Menschen und gerade für viele Betriebe in diesem Spektrum eine wirkliche Erleichterung und würde tatsächlich von kalter Progression, aber auch Inflation nachhaltig, glaube ich, für Innovation, Wachstum sorgen. Der Solidaritätszuschlag ist aus meiner Sicht in ökonomischer Hinsicht und auch hinsichtlich der Berechenbarkeit politischer Entscheidungen entbehrlich. Er sollte entfallen. Aber ich muss feststellen, dass es hier in diesem Haus unter den demokratischen und staatstragenden Fraktionen keine Mehrheit gibt. Ich bin da Kummer gewohnt. 2017 ist die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags an der CDU-CSU-Bundestagsfraktion gescheitert. Jetzt, 2021, gab es in der Ampelkonstellation dafür keine Mehrheit. Ich werde weiter dafür werben, dass es im demokratischen Zentrum dieses Hauses dafür eine Mehrheit gibt. Gegenwärtig muss ich zur Kenntnis nehmen, dass es eine solche Mehrheit nicht gibt. Eine nächste Nachfrage zu dem Thema hatte Herr Hase aus der CDU-CSU-Fraktion. Ja, danke schön, dass ich noch mal nachfragen darf, Herr Minister. Wäre es nicht Zeichen von Handlungsfähigkeit, wenn Sie Ihre durchaus bestehende Meinung zum Thema Pendlerpauschale zumindest dem Kabinett vorgelegt hätten? Das heißt, wenn Sie sich da nicht durchgesetzt hätten, hätten wir schon mal gewusst, für was Sie speziell stehen.
Für mich ist das Mittel der Wahl, Inflationstendenzen in der Breite der Bevölkerung zu beantworten, der Steuertarif, also der Progressionsbericht. So ist er 2012 einmal auch mit Stimmen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion verankert worden. Und in dem Zusammenhang würde es einen umfassenden Vorschlag geben. Wenn im Vorgriff darauf einzelne Maßnahmen von der Koalition auf den Weg gebracht werden, dann verschließe ich mich dem nicht. Ich habe auch durchaus Vorstellungen, die wir regierungsintern prüfen. Aber zunächst einmal gilt, dass das Mittel der Wahl, um auf Veränderungen des Preisniveaus zu reagieren, die regelmäßige Anpassung von Grundsicherung, steuerfreiem Existenzminimum und Tarifverlauf sind. Weitere Nachfragen zu dem Thema sehe ich jetzt nicht. Dann kommen wir zum nächsten Fragesteller aus der SPD-Fraktion, Johannes Schraps. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Minister, bevor das dem zeitlichen Ablauf der Fragestunde zum Opfer fällt, möchte ich gerne noch mal auf die europäischen Reformvorhaben zu sprechen kommen. Da hat Ihnen Ihr Vorgänger ein gut bestelltes Feld hinterlassen. Und trotzdem stehen auch in der nächsten Zeit sehr viele wichtige wirtschafts- und finanzpolitische Weichenstellungen auf europäischer Ebene bevor. Die Stichworte dazu sind sicherlich die Debatte über die Weiterentwicklung des Stabilitäts- und Wachstumspakts, aber auch die Umsetzung der globalen Mindestbesteuerung in Europa, die Vollendung der Bankenunion oder eben auch die Debatte über neue Eigenmittel in der Europäischen Union. Sie haben gerade die Motivation der Bundesregierung ja schon mal angesprochen. Trotzdem ist eine gewisse Prioritätensetzung sicherlich notwendig. Und deshalb würde ich gerne noch mal nachfragen, welches aus Ihrer Sicht die Reformvorhaben sind, die Sie auf europäischer Ebene für vordringlich halten. Ja, lieber Kollege Schraps, es steht sogar noch mehr an. Wir haben Banken- und Kapitalmarktunion, Stabilitäts- und Wachstumspakt, Umsetzung des Inclusive Frameworks der OECD, aber eben auch die Entscheidung über Eigenmittel der Europäischen Union. Das heißt, es ist eine sehr dichte Agenda auf der europäischen Ebene. Und es gibt Ankündigungen seitens des Chefs der Eurogruppe, der französischen Ratspräsidentschaft und der Europäischen Kommission, dass in allen Bereichen in diesem Jahr Fortschritte erzielt werden sollen. Dafür ist die Bundesregierung offen. Sie wird auch eigene Vorschläge zu gegebener Zeit vorlegen. Wichtig ist für uns erstens die finanzpolitische Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten der Europäischen Union wie der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Zweitens die Mobilisierung von privaten und öffentlichen Mitteln für die transformativen Vorhaben. Und drittens, wir wollen sicherstellen, dass wir einen nachvollziehbaren, verbindlichen Schuldenabbaupfad in den nächsten Jahren erreichen. Und die unterschiedlichen Handlungsfelder, die Sie genannt haben, sind dort in spezifischer Weise verbunden. Möchten Sie noch eine Nachfrage stellen? Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einordnung, Herr Minister. Viele Punkte sind genannt worden, die wir auch für maßgeblich halten. Ich würde gerne zur Bankenunion noch mal konkret nachfragen. Da haben wir ja auch uns die Vollendung der Bankenunion im Koalitionsvertrag auf die Fahnen geschrieben. Ich würde gerne noch mal genau von Ihnen wissen, was aus Ihrer Sicht jetzt die nächsten konkreten Schritte sind, um im Bereich der Vollendung der Bankenunion voranzukommen. Wir haben ein Gespräch zwischen den Finanzministerinnen und Finanzminister. Ich führe auch viele bilaterale Gespräche. Ich war gerade in der Frage kürzlich in Rom. Sie wissen, dass zwischen Deutschland und Italien ein Gesprächspunkt die Berücksichtigung von Staatsverschuldung auf den Bilanzen privater Banken ist. Wir wollen einen ganzheitlichen Ansatz bei der Bankenunion. Das heißt, wir wollen sowohl die Problematik Staatsverschuldung in Banken, Einlagesicherung und Liquiditäts- und Kapitalflüsse zwischen einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemeinsam angehen. Wichtig für Deutschland ist, eine starke nationale Komponente bei der Einlagensicherung muss erhalten bleiben. Eine voll vergemeinschaftete Einlagensicherung ist nicht in unserem Interesse. Und die besondere Situation der Institutssicherung unserer Sparkassen, Volksbanken und Genossenschaftsbanken muss berücksichtigt werden. Die sind stark beim regionalen Angebot von Finanzdienstleistungen für die Kundinnen und Kunden und die Finanzierung des Mittelstands. Das darf nicht gefährdet werden. Dazu eine Nachfrage von der Kollegin Tillmann. Moment, Herr Kleinwächter.
Danke, Herr Minister, dass Sie sich so erfreulich für die Institutssicherung ausgesprochen haben. Aber ich wüsste gerne noch mal konkret Ihre Meinung zur Vollendung der Bankenunion. Können wir uns darauf verlassen, dass Sie die Vergemeinschaftung der Einlagensicherung auch in Form eines Rückversicherungssystems nur dann machen, wenn die Verabredung zur Risikoreduzierung in den Bankbilanzen tatsächlich eingehalten wurden? Ich nenne beispielhaft die Risikountersetzung der Staatsanleihen, die Non-Performing-Loan-Reduzierung, die Insolvenzrechtsharmonisierung in Europa. Mir reicht ein Ja. Sie können sich darauf verlassen, dass ohne diese Maßnahmen mit mir eine Bankenunion nicht machbar ist. Also die Insolvenzrechtsharmonisierung wird im Zusammenhang mit der Kapitalmarktunion diskutiert. Aber auch dort macht sich Deutschland dafür stark, dass wir eine einheitliche Regelung, insbesondere der Berücksichtigung der Gläubigersituation bei gegebenenfalls notwendigen Insolvenzverfahren erreichen können. Sie haben jetzt die Rückversicherung im Zusammenhang mit der Vollvergemeinschaftung der Einlagensicherung genannt. Das sind aber Gegensätze. Das Rückversicherungsmodell, für das sich Deutschland einsetzt, da geht es ja gerade darum, dass eine starke nationale Komponente erhalten bleibt und deshalb eben keine Vollvergemeinschaftung der Einlagensicherung erfolgt. In diesem Sinne ist die Antwort auf Ihre Frage ja. Vielen Dank, Herr Kleinwächter. Sie haben noch die Gelegenheit zu einer Nachfrage. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Werter Herr Minister, ich frage tatsächlich zu den deutsch-italienischen Gesprächen, die Sie angesprochen haben. Es ist ja durch die Presse gegangen, dass es einen deutsch-italienischen Aktionsplan geben soll, der vielleicht dann auch zu sowas Ähnlichem wird wie der Vertrag von Aachen. Und meine Frage bezieht sich genau auf das, was Sie gerade ausgeführt haben. Wird das, was Sie gerade ausgeführt haben, Teil eines deutsch-italienischen Aktionsplans sein, vertraglich vereinbart werden? Wenn ja, was konkret wird da gerade besprochen? Was konkret soll vereinbart werden von dem, was Sie beschrieben haben? Das Bundesfinanzministerium strebt keine bilaterale Initiative an, um Vorschläge für die Bankenunion zu unterbreiten. Wir haben einen multilateralen Ansatz und wir bevorzugen einen holistischen Zugang auf die Bankenunion, bei der die unterschiedlichen Aspekte, Frau Kollegin Tillmann hat ja einige auch genannt, gemeinsam betrachtet werden. Also ein Einlagerückversicherungssystem kann nur eingeführt werden, wenn es zugleich Fortschritte bei der Überwindung des Sovereign Bank Nexus gibt, also der Frage der Staatsanleihen auf den Bilanzen, wenn Fragen der Abwicklung von in Schieflage geratenen Instituten geklärt sind und sichergestellt ist, dass es eine Beteiligung auch von Eigentümern und Gläubigern gibt. Das heißt, es braucht einen holistischen Ansatz. Die Bundesregierung strebt aber keine bilaterale Initiative mit irgendjemandem an, sondern wir bleiben multilateral und für alle ansprechbar. Vielen Dank. Bevor ich zu einer weiteren Frage dem Kollegen Marvi das Wort erteile, Frau von Storch, wenn Ihre Maske zu weit ist, weil sie mal runterrutscht, sollten Sie vielleicht an den Bändchen ein bisschen arbeiten. Als nächster Fragesteller ist der Kollege Marvi von der SPD-Fraktion. Fragesteller. Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister der Finanzen Lindner, meine Frage bezieht sich auf die eingehende Frage von Herrn Schraps nochmal zu den europäischen Verhandlungen. Stichwort globale Mindestbesteuerung ist ja ein ganz wesentlicher historischer Meilenstein auf dem Weg zu einer neuen Steuerordnung zur Bekämpfung von unfairem Steuerwettbewerb. Ein Projekt, das ja von Ihrem Amtsvorgänger Olaf Scholz, von Ihnen jetzt gestützt wird und von Frankreich lange beharrlich bearbeitet wurde. Die französische Ratspräsidentschaft strebt jetzt eine zügige Umsetzung noch im ersten Halbjahr der Richtlinie an. Und wir haben aber Signale vernommen, beispielsweise von den Mitgliedstaaten Ungarn und Polen, dass es ihnen zu schnell geht, dass sie da etwas auf der Bremse sind. Wie bewertet die Bundesregierung das und was tun Sie, um diese Widerstände aufzuheben? Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat, ich sehe auch einen großen Fortschritt in der Umsetzung des Inclusive Framework der OECD. Dem geht 10 Jahre, ein ganzes Jahrzehnt Arbeit voraus. Über 10 Jahre wurde gearbeitet an der Neuverteilung der Besteuerungsrechten und auf der anderen Seite der Einführung einer effektiven globalen Mindestbesteuerung. 10 Jahre Arbeit. Dem Zusammenhang ist übrigens auch Respekt zu zollen Wolfgang Schäuble, der das seinerzeit ja mit auf den Weg gebracht hat. Jetzt geht es an die Umsetzung dessen.
Es gibt innerhalb der Europäischen Union die Auffassung, dass Pillar 1 und Pillar 2 rechtlich zusammen betrachtet werden sollen. Diese Auffassung teilen wir nicht. Ich habe auch im ECOFIN klargemacht, für uns hat jetzt Priorität die Umsetzung Säule 2, also effektive Mindestbesteuerung in der EU. Wir unterstützen dort die französische Ratspräsidentschaft. Mag es einen politischen Zusammenhang geben mit Pillar 1? So bestreiten wir das nicht. Rechtlich ist der Versuch, beides zu verbinden, aber Teil einer dilatorischen Behandlung des Inclusive Framework. Und davon raten wir ab, auch in den bilateralen Gesprächen, die wir mit noch skeptischen Mitgliedstaaten führen. So, zu einer letzten Frage im Rahmen der Befragung der Bundesregierung rufe ich auf den Kollegen Kai Gottschalk, AfD-Fraktion. Na gut. Ja, sehr geehrter Herr Minister, ich würde Ihnen einfach mal 6 Zahlen nennen, weil das passt gerade zu dem, was Sie gerade gesagt haben. 9, 10, 14, 20, 21 und 24, das sind nicht die Lottozahlen, das sind die Unternehmenssteuersätze in Europa von ausgeglichenen Ländern, also nicht irgendwelche Exoten wie Luxemburg oder Liechtenstein, sondern Ungarn, Großbritannien, Italien etc. Wir liegen ja mit 31% da einsam an der Spitze und der Durchschnittssteuersatz liegt mit 20% in Europa und 23% in der Welt auch deutlich unter unserem Satz. Haben Sie ja vorhin gesagt, Sie haben ja keine 100% bekommen, aber ich denke mal, die 15%, die Sie gewählt haben, haben insbesondere die Hoffnung damit verbunden, dass Sie auf dem Gebiet der Einkommenssteuer, auch also auf dem Gebiet der Unternehmenssteuer, eine Reform herbeiführen, die darauf abzielt, die Steuersätze auf die deutschen Unternehmen zu senken. Was haben Sie da geplant? Mhm. Also die der FDP zugemessenen 15% nehme ich einmal als Kompliment. Wir werden im Bereich steuerlicher Abschreibungstatbestände ja in den nächsten Jahren für die deutsche Wirtschaft, insbesondere für den Mittelstand, zu Verbesserungen kommen. Darüber hinaus halte ich in der Tat es für notwendig, zu einer grundlegenden Reform von Lohn, Einkommens- und Körperschaftssteuer zu finden. Dazu hat es in den vergangenen Jahren und auch jetzt im Bundestag und Bundesrat allerdings keine Mehrheit gegeben. Also müssen wir uns auf das Erreichbare konzentrieren, bei der Frage der Energiekosten und bei anderen Standortbedingungen. Wenn Sie Steuersätze in Europa vergleichen, dann bitte ich Sie auch zu berücksichtigen, dass sich die Standortqualität und Wettbewerbsfähigkeit sich nicht nur am Steuersatz festmacht, sondern auch an dem, was man dafür bekommt, also beispielsweise Zustand der Infrastruktur, Versorgung und Zugang zu Fachkräften, Marktposition weltweit, Rechtssicherheit, gute Verwaltung. Vielen Dank. Es gibt eine weitere Nachfrage. Bitte. Wenn es um die Harmonisierung des Steuerrechts in Europa geht, dann fällt ja auf, dass wir mit unserer Gewerbesteuer in Deutschland vollkommen, sagen wir mal, aus der Reihe fallen. Das heißt, kein anderes Land hat so eine Steuer. Wir haben ja zum Beispiel in unserem Programm, die Gewerbesteuer abzuschaffen und dafür die Kommunen einen höheren Anteil an der Einkommenssteuer zu beteiligen. Das würde einerseits die Unternehmen deutlich entlasten, aber auch im Prinzip die Planbarkeit der Kommunen wesentlich verbessern, weil gerade die Gewerbesteuer ja sehr großen Schwankungen unterliegt und deswegen die Planung in den Kommunen mit der Gewerbesteuer sehr schwierig ist, was mit der Einkommenssteuer wesentlich einfacher wäre. Wäre das auch ein Ansatz für Sie und Ihre Regierung? Sehr geehrter Herr Kollege, wenn Sie die Konjunkturreagibilität der Gewerbesteuer überwinden wollen, dann rate ich davon ab, einen Steuertausch mit der Einkommensteuer vorzusehen. Wenn Sie die Konjunkturreagibilität reduzieren wollen, dann empfiehlt sich, einen stärkeren Umsatzsteueranteil vorzusehen, da die Verbrauchssteuern stetiger in ihrem Aufkommen sind. Aber das sage ich nur als fachliche Entgegnung, weil Sie ein Modell angedeutet haben. Politisch nehme ich zur Kenntnis, dass die kommunalen Spitzenverbände unisono an der Gewerbesteuer festhalten wollen. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir im Deutschen Bundestag nicht über die Köpfe unserer Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker hinweg entscheiden, sondern deren Befindlichkeiten, Wünsche und Interessen sehr genau wahrnehmen. Vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Fragen hierzu im Rund. Und
Eine letzte und dann ist Schluss. Herr Minister, Sie haben die Notwendigkeit benannt der Modernisierung des deutschen Unternehmenssteuerrechts, haben aber nur von Abschreibung gesprochen. Ich nehme an, dass diese Modernisierung wird sich nicht nur auf die Abschreibungsfrage begrenzen. Können wir damit rechnen, dass aus Ihrem Hause, von Ihnen persönlich, ein konkreter Vorschlag, ein umfassender Vorschlag zur Modernisierung des deutschen Unternehmenssteuerrechts kommt? Wir werden beim Unternehmenssteuerrecht und dem Steuerrecht insgesamt Ihnen als Gesetzgeber Vorschläge unterbreiten. Aber ich will noch einmal sagen, dass es Festlegungen der Koalitionsparteien gibt. So etwas ist der CDU-CSU-Bundestagsfraktion aus der Vergangenheit ja wohl bekannt. Die breitflächige Entlastungen, etwa bei der Körperschaftssteuer, nicht zulassen. Das sind politische Realitäten. Und ich sage mal so, die nächsten Wahlkämpfe der Parteien sollen ja auch spannend bleiben. Also darf man nicht jetzt schon jedes Problem lösen. Herzlichen Dank. Damit beende ich die Befragung und bedanke mich, Herr Minister Lindner, für Ihre Standfestigkeit über eine Stunde hinweg. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3, die Fragestunde. Die mündlichen Fragen auf Drucksache 20-635 werden in der üblichen Reihenfolge aufgerufen. Deshalb rufe ich